Einen wunderschönen guten Morgen. Einen wunderschönen guten Morgen. Wir schreiben den 19. Dezember. Daniel hat ein bisschen Rückgeld, glaube ich. Das merkst du immer so, wenn die Leute, wenn die eine Abwärtsbewegung machen, ne? Und hier, ab hier wird es langsamer. Und beim Hochgehen, wenn die das machen. Merkst du immer, es stimmt was im Rücken. Du hast gestöhnt, mir hat nur die Ohren gewackelt. Dezember 2022. Excuse me, wir haben noch 2022. Liebe Kinder und Chefs und Ramons und Michaels und Katrins. Vlog-Nummer? 37,5. 27? 27 schon, Ramon. Das ist einer mehr als 26. Und einer weniger als 28. Ja. Oha! Was das heißt. Das ist einer der letzten diesen Jahres. Das ist der vorletzte. Ja. Das heißt eigentlich, auf gut Deutsch, wir machen das schon 27 Wochen. Yes! Während andere Ende Dezember Richtung Weihnachten anfangen hier Gänge runterzuschalten, ein bisschen Stress, Tempo und Druck rauszunehmen, haben wir uns überlegt, wir legen die Woche noch eine drauf. Oder Ramon? Weg. Und dann gehen wir in die Inventur ab morgen. Da hast du was zu filmen, Moi. Gott sei Dank bin ich Moi krank. Oh, dann müssen wir wenigstens noch Aufträge ausliefern. Ne? Das war's. Morgen früh oder heute Mittag geht's in die Inventurvorbereitung. Aber erst müssen wir den Kaufraum bitte. Und der Michael hat noch eine Challenge heute. Challenge heute? Ich finde, er sieht so richtig traurig aus, wenn er die Brille nicht anhat. Die Challenge ist, Michael baut heute IKEA-Regale auf. Und zwar so eins, an dem du anlehnst. Oh. So eins. Das schaffst du. Übermorgen. Das schaffst du. Das schaffst du. Ich glaube an dich. 16 Stunden Arbeitszeit. Unbezahlt. Haben wir die hier eigentlich schon mal gezeigt? Welche? Ein Weihnachtsmädchen. Gezeigt. Ach, wenn man ganz genau hinguckt. Ja, Mann, sind das alles Pokémon? Alles ja cool. We wish you a Merry Christmas. We wish you a Merry Christmas. Oh, wenn die das schauen, ist ja Weihnachten. And a Happy New Year. Frohe Weihnachten! Ja, die Vanni hat gezaubert. Battle Bay Exclusive, falls niemand dieses kleine, dezente Logo im Mond übersehen hat oder sowas. Alles kleine Pokémon. Ihr könnt ja mal da drunter schreiben, welche Pokémon ihr so seht. Was abgeschlabbert? Gut, dann viel Spaß bei diesem Vlog, würde ich mal sagen, oder? Genau, viel Spaß. Bis gleich. Wir räumen unser neues Boardgame-Regal ein. Warhammer Risiko, I got it. Und gleich, also wir haben uns da ja was gebaut. Das letzte Woche habt ihr ja im Video gesehen und das muss ja irgendwann bezogen werden. Und jetzt bereisen wir alle Spiele und dann geht's los. Umziehen können. Und dann ziehen wir es um. Nice. Und unser Chef und unser Michael bauen gleich noch Schränke auf für euch zur feuchtfröhlichen. Oh, die machen das also zusammen. Yes. Uff. Find ich gut so. Es gibt Nervennahrung, bevor ich überhaupt angefangen habe, weil ich habe jetzt schon keinen Bock. Sag ich dir, wie es ist. Ja? Richtiger Profi. Ja, das ist schon mal nicht von Hilti, also sind wir auch keine Profis. Was wollen wir essen? Das Lila ist gut. Was ist denn Lila hier? Milchcreme. Mölch. Ich mag Nougat. Das ist unsere Nervennahrung. Die werde ich auch innerhalb der ersten 30 Sekunden benutzen, weil ich jetzt schon weiß, dass ich ausflippen werde. Wir sollen nämlich heute einen Schrank aufbauen. Ja? Und jeder, der mich privat kennt, weiß, dass ich Sachen nicht aufbaue.
ziemlich schwer? Ja. Oh, okay, das schaffe ich wirklich nicht. Okay, dann bringen wir jetzt erst den Koffer hinten, nach hinten, und dann schleppen wir das rüber. Beziehungsweise haben wir einen Wagen, wo ich das draufstellen kann vielleicht? Müssen wir gerne mal gucken. So, Koffer ist da. Alter. Alter, wollte ich mich verarschen? Bro, ich habe 15 von denen hier reingeschleppt. Nein. Abonnieren! Nimm eine Ecke und die untere. Gib mir ja einen Bruch. So. Miep, miep. Ja? Machen wir hier. Lass es nicht fallen. Ich bin jetzt schon außer Atem. Einfach studiert, der Junge. So, machen wir. Das Kleine ist ja schwerer als das Große. Eieiei, Kinder, das wird was. Ich tue ja zu Hause nicht mal. Lucy, Grüße gehen raus, ja? Wir gucken sonntags, das ist unser Ritual geworden, wir gucken sonntags den Vlog. Ja? Ohne, das ist kein Geheimnis. Lucy baut bei uns auf. Das wird nix. Das wird nix. Der Wagen ist zu klein. Du bleibst jetzt da. Ich möchte einmal so eine Überschrift Athlet. Einfach. Und nochmal Explosion. So, ich bin jetzt schon außer Atem, wir haben noch nicht angefangen. Habe ich schon mal gesagt, dass ich euch alle sehr gern habe? Sehr gern. Die Liebe, die strömt aus mir heraus. Danny hat auch so eine dreckige Lache. Der hat so Spaß dran auch noch. Gauner. Meinst du, ich kann hier einfach runterkicken? Das hält's doch aus, oder? Wenn die jetzt kaputt gehen. Profi. So, das Ganze noch einmal. Da haben wir ja schon ungefähr ein Achtzigstel von der Arbeit getan. Ja. Macht dir dein Job Spaß? Ja. Warum hat denn das nicht so eine Lasche, wo man das aufmacht? Und sagt mir jetzt nicht, die hat eine, das ist ja Müll. Boah, schnell so gucken, mach du deine Spiele. Ja? Snoop, du bist der Einzige, der auch bei mir so zur Seite steht. Das ist sehr schön von dir. Hilfst du mir? Magst du es tragen? Schaffst du das? Beiß einmal rein. Ich stinke. Kommen Sie schnell. Bist du da? Guck mal, was ist passiert? Boah, das sieht jetzt richtig schön aus. Voll ordentlich. Ha, voll ordentlich. Guck dir ja? Diese Ecke jetzt also, mal an. Jetzt hast du hier alles voller Funko Pops und Figuren. Also und das Objektiv ist ja schon echt weitwinklig, aber dass da alles drauf passt, ist braucht ein bisschen. Das wurde aus unserer Funko-Ecke. Sind ein paar Funkos, ne? Sind ein paar Funkos geworden. Da haben wir hier noch ein bisschen das ganze Merch und Figuren. Ja, da ist noch ein bisschen Platz. Da haben wir noch Luft nach oben. Und unsere Boardgames, ich glaube, der Platz ist ganz schön, oder? Na, jetzt sehen wir das Endresultat. Was? Wurde es noch nicht gezeigt? Nee. Oh no. Das kann ja nicht sein. Das ist traurig. Dann dreh doch mal die Kamera. Ist ein bisschen was. Ja. Macht auf jeden Fall einiges her, denke ich. Ich glaube, es ist besser als wie in dem kalten Regal. Jetzt so schön in diesem Ding. Und ja. Ich find's schön. Nein, wir brauchen ein Outro. Komm, Daniel. Bleib grad. Du bist der beste Outro-Macher der Welt, habe ich gehört. Na. Komm, jetzt sei nicht so schüchtern. Ich weiß, du kannst das. Jo, ja, lass mich reden. Ja. Also, danke fürs Zuschauen bis hierhin. Ihr könnt uns gerne ein Abo geben und ein Like, wenn euch das Ganze gefallen hat. Auch gerne einen Kommentar, was wir vielleicht besser machen können. Und dann sehen wir euch das nächste Mal hier im Laden oder im nächsten YouTube-Video.
Ja, Digga, das war gut. Klar, das ist gut. Ich bin YouTuber. Ich bin Profi, Alter. Ja, na klar.